Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist wieder um. Das bedeutet, es ist Zelda Time. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part sind wir dem Waldschrein, dem ersten Dungeon in Twilight Princess reinmarschiert. Wir haben auch schon das ein oder andere Item oder den Affen befreit und hatten sogar im letzten Part so einen kleinen Bossfight. Komm her! Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal machen, aber eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die Äffchen alle befreit. Hoffe ich. Weil sonst würde ich das Ostgehen nochmal schnell machen. Jo, die Äffchen scheinen gespeichert zu bleiben. Und da sind auch unsere anderen zwei Äffchen. Ja, okay, perfekt. Komm her, mein Freund. Link. Dankeschön. Schauen wir mal auf die Karte. Da waren wir schon. Jetzt müssten wir eigentlich hier weiterkommen. Also vom Theoretischen her. Was machen die Affen hier? Ich will diese Truhe da haben. Aber wie komme ich da ran? Ich könnte es abfackeln, aber ich weiß halt nicht wie. Oder Moment mal, geht das? Es geht nicht, oder? Mir kam nämlich gerade die Idee. Nee, schade. Ich dachte, ich könnte das so wie Feuerpfeile machen, aber eben nicht. Okay. Wir gehen weiter hier lang. Oh, jetzt kommen die anderen Affen auch mit, okay. Sollten wir hier eigentlich rüberkommen? Ja. Affen sind sehr, sehr schöne Akrobaten. Hops, 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 hops. Und hier ist es auch sehr, sehr windig. Wo geht's denn hier lang? Gehen wir erstmal hier rein. Natürlich. Das scheint der Bossgegner dieses Dungeons zu sein, nehme ich mal einfach an. Ja. Du mich auch, mein Lieber. Verdammt. Na, komm her, komm her. Er kommt nicht her. Ich muss ihn nämlich erwischen. Okay, wenn er seinen Boomerang wirft. Dann kann ich ihn so nämlich runterstoßen. Ja, 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 ja. Wirft einen Boomerang und dann ist gut. Okay, wenn er in der Mitte ist. Und dann sein schwächster Punkt ist natürlich
Das Hinterteil. Das muss wehgetan haben. Ja, ich verstecke mich hier hinter, mein Freund. Ich habe keinen Bock, den Boomerang ins Face zu bekommen. Wo ist er hin? Lol. Und jetzt? Okay, er muss mir seinen roten Arsch zeigen, denke ich mal. Ja. Na komm. Oh Gott. Oder wenn er gerade seinen Boomerang wirft. Das kann auch sein. Jawohl. Nimm das! Einmal müssen wir ihn noch treffen. Ah, okay. Während er seinen Boomerang wirft, kommt er dann zurück und... Das war dreimal? Okay, anscheinend noch öfter. Okay, wenn er seinen Boomerang wirft, haben wir die Chance. So, jetzt aber! Ein Herz, komm her. Wie oft müssen wir den denn bitte treffen? Oder muss ich eine stärkere Attacke machen? Hier, wir haben doch eine Attacke gelernt. Nee, okay, es hat ausgereicht. Ah, er war dafür verantwortlich. Geht's dir wieder gut, Bro? Dein Hinter muss ja immer noch wehtun. Und ihr seht schon, da bekommen wir unser erstes Dungeon-Item. Ich bin die Fee des Windes, die in diesem Boomerang lebt. Dank dir wurde ich von den bösen Mächten befreit und konnte meine wahre Kraft wiedererlangen. Bitte verwende diesen Boomerang, ihm wohnt all meine Kraft inne. Wenn du die Kraft in diesem Boomerang sammelst, bevor du ihn wirfst, erreicht es sicher sein Ziel. Sturmboomerang erhalten! Oh, 5 Ziele gleichzeitig. Na, zumindest die Affen sind jetzt glücklich. Also gut, dann suchen wir jetzt weiter. Du hast ein nettes neues Spielzeug. Und wir haben noch nicht alles gesehen. Boah, das stimmt.
Ah, okay. Damit sollten wir hier eigentlich rauskommen, oder? Ernsthaft? Ich muss das jetzt Stück für Stück machen? Ganz schön lästig. Aber gut, man, die Entwickler wollen natürlich auch, dass man wirklich mit diesen Bumerangen umgehen kann. Ja. Und da ist auch noch ein Äffchen. Nimm das. Wie kriege ich dich da runter? Das wollte ich nicht. Ja. Du bist frei, mein Äffchen. Hüpf zu deiner Familie. Ich fürchte, das sind noch mehr Affen gefangen. Dann sollten wir uns wohl alle retten. Sollten wir wohl alle retten und uns hinterher entsprechend belohnen lassen. Wow! Okay. Komm her! Was noch so ein Dulli? Waren wir hier schon? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ah doch, hier waren wir schon, aber... Ich weiß, wo wir hin müssen, ne? Ist doch schon mal etwas, oder? Und zwar hier lang. Was? Die sind wieder da? Ah, oh, die respawnen, oder was? Ah, oh, Leute. Das tat weh. Na komm, Ah, verdammt, ich bin ja so blöde. Ach, Leute. Ja, ich schmeck wohl nicht, was? Guten Appetit! Herzen, Herzen, Herzen! Komm zu Papa! Da ist doch runter, Link, alles gut. Wir brauchen die Herzen, ja. Oh, das ist wieder dieses Skulltulas. Hups! Und nach oben. Da wollen wir nicht rein. Voll daneben. Link, Dankeschön.
Stimmt, wir waren unten auch noch gar nicht bei der Truhe, ne? Fällt mir gerade auf. Na, sollten wir da doch mal schnell hingehen, oder? Was haben wir denn hier? Du hast ein Erzteil gefunden. Sammle 5. Okay, 5. Oh, ey, das hat sich gelohnt. Fünf Stück für ein weiteres. Für einen weiteren Herzcontainer. Ups. Aber kriegt man nicht eigentlich immer, wenn man einen Dungeon fertig gemacht hat, einen ganzen sogar? Ups. Frage, wie kommen wir jetzt zurück? Ah, doch. Unter uns. Bin ja auch blöd. Egal, dafür haben wir das Herzteil bekommen. Schadet ja auch nicht. Ja, ist ja gut. So, und zwar hier. Ups. Jetzt kriegen wir auch die Truhe da oben. Ich will die Truhe da oben haben. Was haben wir hier drin? Den Kompass oder was? Ich schätze, das Ding könnte uns sehr nützlich sein. Damit kann man vielleicht herausfinden, wo die gefangenen Affen sind. Wow, und was? Wir haben noch zwei... Eins, zwei... Wir haben noch so viele Truhen übersehen. Dann gehen wir mal zurück. Nein, weil anscheinend haben wir da vorne noch zwei Truhen übersehen, was mich wundert. Also, hier. Und hier ist übrigens auch noch irgendwo eine. Ja, hier ist auch noch eine Truhe. Ich denke mal, ich weiß, wie wir da hinkommen. Haben wir noch ein nettes Trüchen. Da sind wahrscheinlich nur Rubine drin, aber immerhin. Rubine kann man nie genug haben. So, hier lang, ne? Ja, hier haben wir nämlich noch... Ach, verdammt, was mache ich denn da? Hier haben wir nämlich noch zwei Truhen vergessen. So, jetzt aber. Das war da oben. Wo sollen denn da noch zwei Truhen sein? Zwei Truhen. Geradeaus links und rechts. Ich meine, wir haben jetzt einen Bumerang, aber inwieweit könnte uns das helfen? Ah.
Da oben ist eine Truhe, aber wie komme ich da hin? Guck mal, ich bin hier. Bin halt am überlegen, wie ich an diese Truhe komme. Machen wir es andersrum. Machen wir es so, ja. Das war doch richtig. Und hier muss auch noch irgendwo eine Truhe. Nein. Was? Da vorne? Oh nein, guck mal hier. Das ist sogar eine blaue, aber wie komme ich da denn ran? Ich will mal was probieren. Kann ich das Feuer löschen? Ja, es geht. Oder? Oh, kann ich löschen. Ja gut. Die blaue ist mir. Die blauen sind halt immer wichtig, weil da Herzteile drin sein können. Schön. Eine Truhe ist da oben ja noch, aber... Oh, jetzt ist der Dude hier. Und wir kommen rauf. Hi. Ein 20er. Joa. Das heißt, hier haben wir auch alles. Was ist hier eigentlich? Ist hier was? Nein. Ups. Ja, ist ja gut. Das heißt, wir gehen in die anderen Räume. Wenn uns da noch was fehlt. Wir versuchen natürlich, alle Herzteile zu bekommen. Na? Das gehört für mich irgendwie immer dazu. Auch wenn ich nicht immer begeistert davon bin, von den Aufgaben. Weil viele muss ich... Einige muss ich offscreen machen. Aber gut. Und zwar hier. Oh. Stirb doch endlich. Dankeschön. Ja, moin. Dankeschön. Okay. Hier auf der rechten Seite soll es noch zwei Truhen geben. Angeblich kann man da ja hochklettern. Ich will es mal versuchen. Ja, ist ja gut. Ich habe die gar nicht gesehen. Gibt es hier noch irgendwo welche? Höher kommen wir nicht, oder? Nein. Aber wo sollen hier noch Truhen sein? Ah, genau, hier war noch eine. Zwei? Oder muss ich alle gleichzeitig? Ich weiß es nicht. Nein. Ah, okay. Ich hoffe, ich mache es richtig. Was? Das war falsch?
Okay, und der hier? Was ist das Rätsels Lösung? Oh, was hast du denn zu sagen, Midna? Eine Tür, die mit Windrädern geöffnet wird. Wer lässt sich denn von sowas einfallen und was soll sich dahinter verbergen? Denkst du nicht, dass es da eine gewisse Reihenfolge gibt, in der man die Windräder drehen muss? Nein, okay. Eine Reihenfolge, okay. Oh, Nintendo. Der schon mal nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Bei keinem tut sich was. Das macht der da. Es sind nur vier. Ich probiere einfach rum. Machen wir es mal so. Woran soll ich denn bitte erkennen, welchen ich als erstes nehmen soll? Ich meine, selbst hier. Das ist links. Okay. Das ist für rechts. Also, was meiner Meinung nach Sinn machen würde. Probier's jetzt einfach mal. In einer bestimmten Reihenfolge. Kann sein, dass ich zu blöd bin, aber... Eins, zwei, drei, vier. Vielleicht ist das richtig. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich rein! Bestimmt ein Herzcontainer drin. Mindestens ein Herzteil. Aber. Selbst wenn ich sie einzeln haue, es bringt nichts. Na komm, einmal versuchen wir es noch. Und ansonsten werde ich das offscreen machen. Oder nee, wartet mal.
Nee, ich werde es offscreen machen. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Zelda Tuesday wieder. Bis dann.